So, jetzt. Ohne die Hühner, aber mit Vogelzwitschern. So ist es Paraguay Live, so ist die Natur bei uns. So, Spaß beiseite, das heutige Thema. Viele von euch fragen mich nach wie vor, bitte, wie ist es mit dem Hauskauf in Paraguay? Also ganz kurz werde ich einige Möglichkeiten euch erklären, was das Kaufen eines Hauses in Paraguay angeht. Okay, also bleibt dran. Also, Haus kaufen kann man grundsätzlich in drei Bereiche aufteilen. Ganz am Anfang für alle, die sich hier grundsätzlich für Immobilienkauf in Paraguay interessieren, eine gute Nachricht, ihr braucht keine paraguayischen Dokumente dazu. Es reicht einen gültigen Reisepass plus natürlich der Wille zum Kauf plus logischerweise das Geld. Also, man braucht nicht viel und wir kommen gleich zum Punkt Nummer 1. So, Punkt 1, was viele fragen, ist natürlich gebrauchte Immobilie. Also klassisch auch in Deutschland. Ich habe in der Immobilienbranche gearbeitet. Das war ganz klassisch. Man kauft entweder eine Eigentumswohnung oder halt direkt eine gebrauchte Immobilie in Form eines Hauses. Sei es Reihenhaus, sei es Doppelhaushälfte oder sei es natürlich ein Familienhaus für diejenigen, die etwas mehr Geld zur Verfügung haben, mehr investieren wollen. Meine persönliche Meinung ist nein. Warum? Gut, einfach praktisch aus einem Grund: Qualität. Ja, das heißt also, grundsätzlich sage ich mal, also die deutsche Bauweise, ich spreche nicht von den hiesigen Bauarten oder von der hiesigen Bauweise, sondern früher, ja, wo es wirklich qualitativ gute Häuser gebaut worden sind, kann man hier in Paraguay meistens ja auch vergessen. Gut, die Preise sind ja auch ganz anders. Aber warum die Gebrauchtimmobilie sich kaum mehr eignet? Okay, ihr kauft im Prinzip eine Katze im Sack, was ich nie rate, einem zu tun, eine Katze im Sack zu kaufen, weil das macht man normalerweise ja nicht, ist rausgeschmissenes Geld. Erstmal wisst ihr nicht, was ihr kauft, ja, man kann alles drüber pinseln und trotzdem die Baumängel, die Bauschäden bleiben auf jeden Fall, die sind nur etwas touchiert worden. So, meine persönliche Meinung dazu. Deshalb würde ich lieber sagen, Jungs, Mädels, lass es das grundsätzlich aus dem Kopf. Es gibt immer Ausnahmen, die Regel. Aber im Normalfall würde ich es nicht tun. Gut, warum, habe ich ja schon gesagt, ich investiere mein Geld sicher. Und eine Gebrauchtimmobilie, wo ich nicht weiß, was ich letztendlich kaufe. Okay, die Augen kaufen ja mit. Also bitte, ich sehe, was ich kaufe. Ja, ist toll. Ganz gute Lage, etc., etc. Gut. Klar, es gibt immer Ausnahmen. Aber ich sage mal grundsätzlich. Ja? Also grundsätzlich würde ich es nicht machen. Und ich habe es nie gemacht. In Paraguay nicht. In Deutschland habe ich einmal gemacht und glaub mir, ich habe es auf jeden Fall bereut. Okay, meine persönliche Meinung. Die zweite Möglichkeit ist natürlich ein Grundstückkauf. Und man kann natürlich in Grundstücke auch investieren, gehört auch zu Immobilien.
sind viele von euch, die sagen, Pitt, ich bin ja noch nicht so alt oder ich bin noch nicht so weit oder gut, ich habe jetzt 20, 30, 40.000 Euro übrig. Was mache ich, wenn ich bei der Bank mein Geld lasse, muss ich womöglich noch was Strafzinsen zahlen. Ja? So weit sind wir gekommen, dass wenn ihr euer Geld, euer hart verdientes Geld auf eure Bank liegen lässt, dann müsst ihr noch dafür bezahlen. Ist doch für mich hirnsinnig. Ja? Also Geld sollte man arbeiten lassen. Also man sollte Geld investieren. Und in dieser Hinsicht meine ich das ja auch. Also, wenn ihr hier ein Grundstück als Beispiel von, ich sag mal, Stadtgrundstück, 360 Quadratmeter, investiert ihr 10.000 Euro, kauft ein Grundstück von 360 Quadratmeter und ihr habt die Investition sicherlich zu 100% in einigen Monaten, wenn nicht Jahren, wieder zurück. Zu 100%. Ja? So, und darüber hinaus habt ihr noch die Möglichkeit, logischerweise es zu bebauen und entweder selber nach Paraguay auszuwandern oder aber es zu bebauen und zum Beispiel zu vermieten. Also es fehlt auf jeden Fall eine Grundstücksfläche oder Hausflächen oder grundsätzlich Eigentumsflächen auf etwas höherem Niveau, spricht auch teure oder etwas teurere Häuser auf dem besseren Niveau und es gibt Klientel dafür. Also da kann man auf jeden Fall gut das Geld investieren, falls man natürlich etwas übrig hat. Okay, also das ist immer die Sache. Und wie immer solltet ihr diesbezüglich noch Fragen haben, unten in der Baubeschreibung, wollte ich mal sagen, in der Videobeschreibung, habt ihr auf jeden Fall meine Adresse, WhatsApp-Adresse, E-Mail-Adresse, wo ihr die Fragen stellen könnt und selbstverständlich unten dem Video auf jeden Fall stellt die richtigen Fragen. Wir kommen gleich zu der dritten Möglichkeit. So, die dritte Möglichkeit ist einfach ein Grundstück zu kaufen oder mehrere Grundstücke zu erwerben und ein Haus draufzusetzen. Viele von euch fragen mich, bitte lohnt sich da ein Reihenhaus, Doppelhaushälfte, sowas in der Art, kann man da Geld damit sparen oder direkt ein freistehendes Haus? Gut, diese Frage kann man nicht direkt beantworten, also auf den Dörfern oder Kleinstädten grundsätzlich baut man wenig Reihenhäuser oder Doppelhaushälften. Also ich schließe nicht direkt aus dieser Möglichkeit. Wenn man Geld übrig hat, kann man zum Beispiel zwei Grundstücke erwerben, als Beispiel. Zweimal 360 Quadratmeter, da habt ihr 720 Quadratmeter, lässt bebauen mit einer Doppelhaushälfte, ja, oder einem Doppelhaus und zwei Doppelhaushälften, logischerweise. Und jeweils, das habe ich auch in Deutschland gemacht, praktisch vier Wohnungen. Also vier Mietbereiche draus machen. Ihr seid flexibel, das heißt also, kommt eine größere Familie, könnt ihr selbstverständlich die Hälfte komplett vermieten, unten und oben. Oder halt, falls einzelne Personen kommen, habt ihr die Möglichkeiten, zwei Wohnungen, also zwei separate Wohnungen, im Dachgeschoss zum Beispiel und im Erdgeschoss zu vermieten. Wirklich eine Sache, die man sich überlegen sollte. So, und selbstverständlich zu einem Grundstück, diese ja, klassische Variante, ist ein Einfamilienhaus draufzusetzen. Von den Preisen habe ich schon mal gesprochen, also in dem Bereich 300, 350 Euro der Quadratmeter schlüsselfertig, also eine Standardvariante ohne goldene Wasserhähne natürlich. Aber wirklich ein gutes, solides Haus, was man bewohnen kann.
kann und bewohnen wird, in wirklich sehr guter Qualität. Ich habe euch da auch schon einige Filme gedreht über die Musterhäuser und wir werden jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall die Gelegenheit bekommen, weitere Häuser dazu zu bauen, sodass wir auf jeden Fall die Möglichkeit haben werden, euch direkt live die Bauweise, die wirklich gute Bauweise zu präsentieren und vor allem preiswert. Also ihr braucht normalerweise keine Kredite, ihr braucht nur den Willen, muss da sein auf jeden Fall. Und sonst, ihr müsst doch nicht mal hier sein. Okay, einfach anrufen oder anschreiben, weitere Fragen stellen und bitte nicht vergessen, unterhalb des Videos auch die richtigen, also die richtigen zum Thema, die Fragen bitte stellen. Okay, in diesem Sinne, mach's gut. Passt auf euch auf. Ach, übrigens, mir geht es immer besser. Also ich bin nicht so behindert, dass ich die Baustellen nicht betreuen kann, beziehungsweise die Grundstücke nicht betreuen kann. Von daher, wie gesagt, wir haben also mehrere Grundstücke im Angebot. Einfach Bescheid geben, anschreiben. Und wie immer, links werde ich die empfehlenswerte Video aus unserem Kanal weiterempfehlen. Und nicht vergessen, Kanal zu abonnieren, damit ihr kein neues Video verpasst. Ich verspreche, ich mache mir an die Arbeit und werde sicherlich mehrere Videos ab nächste Woche veröffentlichen. Okay, in diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video. Danke, ciao, ciao.